365 Tage im Jahr und rund um die Uhr ist Flugbetrieb auf dem Verkehrslandeplatz Jena schön kleiner. Der Flugplatz hat bei weitem nicht nur regionale, sondern auch internationale Bedeutung. Jährlich werden rund 20.000 Starts und Landungen registriert. Seit 60 Jahren ist der Platz die Heimstätte für Flieger aus Jena und der Umgebung. Aber die Geschichte des Jener Flugsportes beginnt bereits in den 1920er Jahren. So gab es etwa in Trakendorf, Zwelzen und auf den Kernbergen die ersten Anfänge des Segelflugsports. Der Standort Schönkleiner wurde bereits im Zweiten Weltkrieg zwischen 1941 und 1945 als Flugplatz genutzt. Im Sommer 1959 begann hier eine neue Ära mit der feierlichen Eröffnung des Flugplatzes. Die 60-jährige Geschichte des Platzes kann man in einer Broschüre nachlesen, die zum Jubiläum erscheinen soll. Zwischen 1974 und 1978 erhielt der Flugplatz seine heutige Gestalt. Gebaut wurden der Turm, Schulungs- und Unterkunftsräume und ein Speisesaal, die heutige Gaststätte. Damals war das Zeiss-Kombinat Rechtsträger des Flugplatzes. Heute halten die Stadtwerke Jena GmbH und der Saale-Holzland-Kreis jeweils 50% der Anteile an der Verkehrslandeplatz GmbH. Ich denke, dass der Flugplatz als wichtiger Teil der Infrastruktur im Jena-Raum und im Saale-Holzland-Kreis durchaus an Bedeutung gewonnen hat. Und was den Leuten auch bewusst ist, das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, es ist auch Heimat für die entsprechenden Vereine, vom Fliegerclub Carl Zeiss Jena angefangen, über die Landessegelflugschule, über die Paraglider, über die Fallschirmspringer. Und wir haben hier auch am Platz eine kommerzielle Motorflugschule, also eigentlich alle Luftsportarten, die es gibt. Auch der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 70 ist in Schönkleiner stationiert. Jährlich fliegt er mehr als 1000 Einsätze, um Leben zu retten. Er teilt sich den Himmel über Schönkleiner mit Luftfahrzeugen aller Art. Ursprünglich starteten Motor- und Segelflugzeuge auf einer Graspiste. Später wurde die Stadt- und Landebahn asphaltiert und nach der Wende von 750 auf knapp 1200 Meter verlängert. Geschäftsführer Wolfgang Kunert ist seit 6 Jahren im Amt und hat in dieser Zeit mit seiner Crew zahlreiche Veranstaltungen wie das internationale Cessna-Treffen ins Leben gerufen. Das Flugplatzfest am 24. und 25. August ist der Höhepunkt im Veranstaltungskalender 2019. Dieses Flugplatzfest soll sein ein Fest für die gesamte Familie. Dort wird es geben, alle möglichen Luftfahrzeuge in Action in der Luft zu erleben. Also von Kunstflug, Motorkunstflug, Segelkunstflug. Es wird auch Rundflüge geben in allen Variationen von normalen Flugzeugen über Gyrocopter bis hin zur Antonov II. Selbst eine Z-37 hat sich angemeldet, also ein ehemaliger Agrarflieger, der also mit einer Schulmaschine vorbeikommt, wo hinten kein Wassertank ist, sondern ein zweiter Sitz, wo man auch Rundflüge mitmachen kann. Dann wird es geben Modelle in allen Variationen, Trödelmarkt sicherlich auch wieder, also ein komplettes Fest für die Familie. Das Jubiläum 60 Jahre Verkehrslandeplatz Jena Schönkleiner ist Anlass, zurückzublicken. Zugleich gilt es, Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. Bisher ist der Flugplatz nur für Sichtflüge zugelassen. Jetzt wurde der Antrag auf Instrumentenflugverkehr gestellt. Die Chancen stünden gut. Wenn es grünes Licht gibt, dann sind auch bei schlechtem Wetter Anflüge möglich. Mehr Flüge bringen mehr Landegebühren. Mit dem Geld kann die Infrastruktur des Flugplatzes weiter ausgebaut werden.